Die Freitreppe vom Stadtpalais etabliert sich immer mehr zur Stuttgarter Abendlocation des Sommers. An diesem warmen Freitagabend hat der Jugendrat das Soiree Palais organisiert. Wie findet ihr das Event bis jetzt? Richtig cool, die Stimmung ist voll ausgelassen und entspannt. Ja, auch echt cool. Also wir sind eben erst gekommen auch, aber es ist schon sehr nice. Wir sind noch nicht lange da, aber bisher ist cool. Ja? Okay. Ja. Was haltet ihr von der Musik? Ist top, richtig, voll meins auf jeden Fall. Ja, also bis jetzt finde ich es gut. Ich habe jetzt schon letzte Woche gesehen oder die letzten Tage, dass echt viel hier los war und ich finde es einfach echt schön. Also vor allem jetzt mit dem Wetter und allem. Also ich finde es einfach toll, dass vor allem jetzt, wo es warm wird, so viel organisiert wird und auch vom Jugendrat und so weiter. Das finde ich voll toll. Ja, ist ganz entspannt bis jetzt. Ich war auch gestern da und deswegen erwarte ich ziemlich viel. Heute soll ja auch noch eine Liveband da sein und gestern war schon sehr voll, deswegen wird es wahrscheinlich nur geil. Also auf jeden Fall richtig cool hier, gute Stimmung. Ich finde es auch eine coole Idee mit den Seifenblasen. Ja, finde ich auch. Und die Musik ist ja auch richtig toll. Es macht richtig Spaß hier und auch, also heute ist auch schönes Wetter, deswegen ist es noch cooler. Schön, dass die Sonne rauskam für uns heute extra. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall. Nice, wie findet ihr die Musik bisher? Also ich finde es cool. Auf jeden Fall, ein bisschen so Techno und so. Ja. Ja, also wie gesagt, wir sind gerade eben gekommen, aber bisher sehr cool. Also ja, und denkt ihr, die Freitreppe ist so der neue In-Spot für Stuttgarter Sommernächte? Also ich finde es auf jeden Fall richtig schön, die Freitreppe. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir, cool, coole Idee. Gut, dass der Jugendrat das macht. Ja. Ne? Ja, genau, wir sind auch vom Jugendrat. Du bist von? Zuffenhausen. Ich bin von Ost, aber ja, auf jeden Fall richtig cool. Ich glaube, es ist eine coole Gelegenheit für Jugendliche und für uns als Jugendrat, uns zu präsentieren. Das kam tatsächlich so, dass wir uns relativ, also als ich Schimmer hatte ich das zum ersten Mal gesehen auf dem Draufsicht-Festival. Da hatte ich damals ein bisschen was mitgeplant und da hatte ich die dann zum ersten Mal gesehen und fand es ultra cool. Und dann praktisch mit der Idee, diese Veranstaltung hier zu machen, kam praktisch die Idee, Schimmer hier hinzustellen und zu sagen, mega cool. Ich habe bis jetzt genau das erwartet, also am Anfang war es ein bisschen schwierig mit Regen und so. Aber der ist ja jetzt vorbei und ich glaube, das wird ziemlich fett. Ein besonderes Highlight war die Live-Musik, sowohl für die Gäste als auch für die Künstler selbst. Wir haben mega Bock, wir sind richtig hyped, die Location ist mega schön und wir sind schon aufgeregt, würde ich mal sagen. Erstes richtiges Konzert seit unserem Tourabschluss im März. Erstes richtiges großes Konzert, wir haben einmal bei Fridays for Future gespielt, aber das war eine Viertelstunde oder insgesamt Programm. Es ist die Einleitung zu unserem Sommer und wir haben Bock. Jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Also wir haben davor schon Musik zusammen gemacht, aber Schimmer ist vor einem knappen Jahr ein bisschen mehr entstanden. Vor einem guten Jahr. Im April 23. Ist ein gutes Jahr. Ach komm. Also es war so gesehen immer ein gutes Jahr. Also es war auf jeden Fall ein gutes Jahr. Ich würde mal sagen, man kann sich nicht beklagen. Man kann sich nicht beklagen. Ganz verschiedene Sachen eigentlich. Wir kommen alle aus unterschiedlichen Backgrounds und so zusammenfassend würde ich so das als eine Mischung aus Indie, Techno, House, Funk, Disco, sowas in die Richtung mit viel Elektronik, analoger Elektronik und ja. Tatsächlich, bevor Schimmer entstanden ist, haben die drei Jungs schon zusammen Musik gemacht und Jazz-Trio und vogelwilde Mucke gemacht. Und dann bin ich Atze dazugekommen. Und genau, der liebe Finny. Ich glaube, es sind einfach die verschiedenen Hintergründe. Das ist ein Singer-Songwriter, die beiden machen viel Jazz und ich komme eigentlich von der klassischen Musik und somit haben wir viele Ideen von allen Seiten. Ja, absolut. Knapp in einem Monat, am Samstag, den 6. Juli, spielen wir auf Marienplatzfest, am 20. Juli auf dem Lichterfest, und am 2.8. auch wieder hier im Stadtpalais. Kommt da gerne vorbei, hört unsere EP an und danke an StuggiTV. Und schaut mal auf Instagram vorbei. Oh ja, schaut mal auf Instagram vorbei. Jeder Followerin zählt. Wird man euch in diesem Sommer öfter auf der Freitreppe sehen? 100%, natürlich, safe. Ja, doch, ich denke schon. Ich denke auf jeden Fall schon. Also gestern auch war das Wetter genauso wie heute, super. Und ist halt einfach geil irgendwie. Ja, also ich würde sagen, es wird schon so ein Sommerding für mich, weil einfach ist echt eine tolle Zusammenkunft von Leuten, so in jeglicher Altersklasse und ich finde es einfach toll.